Moin miteinander, da bin ich wieder. Für doch ist Pinkst Sonntag und wir werden doch, wie morgen sind, was Leckeres zu essen. Wir haben für doch so ein Zwei-Gänge-Menü, so ein bisschen Vorspeise und dann ein bisschen Hauptgericht. Nicht so heil fleischlastig, ein bisschen mehr Gemüse. Wir haben im Moment noch Spargeltee, also will wir auch noch ein bisschen was mit Spargel machen. Für Wächtgift dicke Bohnen in Tomatensauce mit ein bisschen Knobi. Dann sag heil lecker Udo Plätzelke und dann wird doch, das mache ich mal noch. Das mache ich vor dem Mittagabend. Ich habe mir eine Kälte noch, um das anheizt. Der wird mit ein bisschen Butter. Da kommt dann Sippe, so ein Knobi in. Dann brutzeln wir das so ein bisschen an. Dann kommt der dicke Bundetau, passierte Tomaten, ein bisschen Gewürze und dann ist das Chlor. Dann machen wir Spargel in Kartoffelauflauf. Und zwar, der Spargel wird heil eben anguckt. Der Tofu ist ebenso. Dann wollen die Spargel fein inrollt in normalen Schinken oder Kochschinken. Und dann kommt das fein in den Pellet oben oder blüfft das nochmal 20 Minuten mit einem halben Stück drin. Und dann kommt ein bisschen Käse über und dann will ich mal kicken, was aussieht. Ich muss hier noch ein Helbet vorbereiten. Ich habe hier Eier, ich habe hier Siepels, ich habe hier Spargel, ich habe hier Tuffels, der hat ganz schielt. Und das Ganze muss ich noch ein bisschen vorbereiten. Und die kicken wir dann zwischendurch mit an und funktionieren da. Und übrigens für den Kollegen, der die Sahne Tortellinis machen will, das vertelle ich euch noch so noch eben der Rezept, was ich da drin gemacht habe. Eben macht er eigentlich immer frei nach Schnauze. Ich behaupte so viel, dass das Portfolio ist und da war das umgehört. Aber das vertelle ich euch vorher auch noch. Big Leak! Darf ich gefunden eure Wiesen? Ich habe hier in der Maschine gefunden, wie mein Hirli in Schuflau. Macht man immer auf, für Knobi. Sieht es mal wie ein bisschen grof. Und dann weiten hier, wie mir heute immer ein Siegel der Tau. Aber wo kriege ich den Knobi fein gehört? Hier, wegen dem Wiesen. Ich habe nicht umprobiert. Knobi drin. Ein bisschen drücken. Zack. So. Vorführeffekt, ne? Kennen die ja. Aber guck, da ist so weit. Wunderbar. Reicht. So, oben ist Tagan. Da kommt ein bisschen Butter in. Und dann kommen die Siepels da drin. Dann der Knobi. Ein wenig würzen. Und dann kommen die Bohnchen drin. Immer dran denken. An Anfang brauche ich genug Hitze. Und dann, wenn die Bohnchen drin kommen, ein bisschen Hitze drauf nehmen. Und dann lassen wir das fein für so kein Schmölen. Das ist fein. Chlorwort. So, die Flamme ist da. Meine Mutter schwört auf gute Butter. Deswegen haben wir wieder ein bisschen Butter. Ja, hier ritt die so kalt, du hättest verloren. So. Komm wieder so mit Schleifbi. Hier, geht da los. Hitze ist da. Ja, die Fischspeise haben wir also wie. Wir haben also Siepels und Knobi anbraten mit Butter. Anschließend noch ein bisschen Olivenöl drüber, Gewürze. Dann haben wir die passierte Tomaten gekippt. Wir haben das Ganze nochmal abgucken lassen. Und dann hält zum Schluss habe ich die Bohnen hingemacht. Weil wenn wir die Bohnen nur halt gucken lassen, dann wollen die irgendwann platzen hier oben und dann wird das eine Brühe. Deswegen nur sucht das noch fein so gut. Ruten dein Heil wunderbar. Die Gewürze kann man hier auch fein sein. Ein bisschen sollte noch bi und das Ganze, da wir nur Körper bevor wir servieren, dann da ich das einmal noch oben in den Raketen oben, da dann einmal noch mal geil warm worden und dann wird das fein in der Kumke um den Teller serviert. Wie sein uns Futter? Ich muss nur den Spargel vorbereiten und mit Tuffels. Hier kriegt eine Futter für Tau, mit Klick. Du Albert, hast du noch einen Witz auf Lager? Ja, sag hier noch einmal vertellen. Ja. Bisschen Naturkunde. Recke, Vögel, Hemm, Hüsch, Ditt, Fürnd. Was denn? Weißt du,
Kasten guter Spatz. Ich brauch verrückt. Also, ich habe hier nun ein paar Spargelröllchen gemacht. Einmal mit Schinken und einmal mit Kochschinken. Ja, Schinken, Schinken, Schinken. Einmal luftgetrocknet, einmal gekocht. Das Ganze machen wir nun in uns fein Auflaufform. Ich habe hier Dürr-Olivenöl genommen von meiner Frau. Hier bin ich nur feine gut. Nun kommt hier ihr lecker Tuffelküste, schneidet nur im Stückchen, legt die gut, macht die Röllchen da drüber, dann kommt noch ein bisschen Sahnesoße mit Ei drüber und das bereite ich nur so sagt für. Und Florian, du holst drauf, wa? Ja. Mit Furt. So, die Tuffels haben wir fein geguckt, ob er noch eine heil Dürr guckt. Und die kommen mir nur fein in meine Auflaufform. Ich schneide so ein bisschen auf Stückchen. Das sogenannte Grundlage für uns Spargel. Hast du da noch einen Witz auf Lage, Florian? Nee, ich kann keine Witze. Warum nicht? Nee, ich lerne die ja alle immer von dir. Ja. Und dann habe ich die wieder vergessen und freue mich beim nächsten Mal umso mehr, wenn ich ihn höre. Ja. Chef, soll ich mit einem Fugenmörtel hin in der Nachspeise, du Teufel? Ja, alles klar, läuft. Outdoor-Cooking, das ist hier wieder herrlich. Gott sei Dank, Herr Witt, dröch für da. Dröch, Herr Witt. Jedenfalls Buten. Ja, zwischendurch kann ich vielleicht noch vertellen, wegen der Sahne-Tortellini in Dutch oben. Wir haben da einfach ein Paket Tortellini genommen, ein paar Pilze, ein paar Siepels, Gewürze, Kochsahne. Ich habe das in meinen sehr, sehr Pott gemockt. Ja, meistens mache ich das so, bis der Pott voll ist und dann ist das gut. Wir schreiben das aber auch nochmal in die Videobeschreibung. Das schreibe ich nochmal B, ob wir einfach probieren. Und dann sagen sie so, man ist mit zwei Mann, mit drei Mann, mit vier Mann. Ob warm schmeckt das natürlich auch noch heilecke. Kann ich ja wirklich versprechen. Ja, so sucht das gut. Ich lüfte was ein heilecke E. Mein Doris hat natürlich auch mit Lippel in mein Eubonenpott sehen. Und sie hat gesagt, was heilecke. Ich dann habe ich ja wieder Pluspunkte, wo ich mir nicht auch waschen. Halt einfach. So viel geht das, Florian. Ja. Haben wir eigentlich noch Ausgangssperre? Mhm. Dann muss ich mich so beeilen, ne? Mhm. Albert? Ja? Soll ich dir noch einen Zollstock holen? Sag mal, was wollt du dann? Ja, schmied die Furt mit dem Turbel. Ist verloren. Augenmaß, Herzi, Augenmaß. Du sagst ja auch einen Zollstock, ich war verrückt. So. Also, wie vorbereitet. Fein gewürzt. Mit uns fein Gewürz, Potato-Gewürz von Don Marcos Barbecue. Wunderbar lecker. Kann ich dir nur empfehlen. Und nun kommt das, was in der Kalorienskala so ein bisschen nach oben schnellen darf. Bisschen Sahne und ein Ei. Früher kriegt man kloppt Ei mit Rotwein, wenn der in der Gabel ist. Aber Rotwein da wieder für auch nicht hin. Ich hab die Sahne gemacht. Das Ganze kippen wir hier nur fein über uns. Spargelröllchen und Tubbels. Zack. Fertig. Parmesankäse mal wieder zu Schluss im Öl. Und nun kommt das Ganze in uns oben. Danke, Florian. Ja, bitte. Und wir setzen wieder nur hin. Und nun mal wieder deckeliert. Und nun gucken wir, da muss Vorspeisen. Hier wird hier noch Chlor. Am besten ist ein Stückchen Toastbrot. Den Bohnchen. Wie lange hat das jetzt abgekühlt? Ja, dann hätten wir noch 10 Minuten, 15 Minuten, hätte das hier noch mal staunen. Und ja, so essen wir das nur eben als Vorspeise. Und dann wachen wir oft mit uns Spargelchlorwort. Und wenn das so wie ist, dann kicken wir nochmal fein und den Deckel, wo es umzüft. Und wo schmecken dein für Telek Europe noch? Erstmal gibt uns Vorspeise. Bitte fort. So. Wir kommen zum Finale. Kick mal eben fein. Ich habe das natürlich auch örtlich in meinen Auflaufform gelehrt. Und nun bin ich mal gespannt. Zwischendurch habe ich noch ein bisschen Parmesankäse gemockt. Man kann das sein, man muss ein bisschen aufpassen. Das ist offenbar ein bisschen klumpig. Da muss man noch ein bisschen unten bröseln. Aber sucht eigentlich heiger gut.
Ich krieg mir hier mal einfach mal so zwei Röllchen gut. Und haben wir hier mal noch mal einen Tuffel, der ich ja auch einen Zollstock hier im Baut habe. So. Das muss ich ja, wenn man das Sülz gekocht hat, tut man das auch als erstes probieren. So, wollen wir mal kicken. Ups, ich krieg Messer gar nicht mit, so aufgeregt bin ich. Gucken, hat er da gehaut. Wenn ich Sülz nicht mag, da, habe ich gesagt, bitte nicht Sülz machen können. Nein, wirklich, heil lecker. Der Tuffel hat auch einen heil guten Geschmack. Durch uns Gewürz, Potato-Gewürz, wirklich ganz, ganz lecker. Kann ich nur empfehlen. Wecke sieht man mit Florian Dore hin. Oder hier mal, oder mach so. So. Hier kommen so die Rezepte hin. Einfach, wir haben 1,5 Kilo Spargel gebrut, ungefähr so, ich habe noch mal teilt, so drei Tuffels habe ich genommen. Dann habe ich Kochschinken, luftgetrocknete Schinken, dann habe ich drei Eier, zwei von den Päckchen Sahne, Feinde wie Gewürze drüber, Parmesan-Käse, abend löbt. Hier, da wird ja noch im Sehen, mock mir das now. Der Rezept für die Sahne-Tortellinis kommt noch in Abspann. Ne, Florian? Mach wieder den Abspann. In der Videobeschreibung. In der Videobeschreibung. Ah, dann macht Florian noch. Ah, mein Lieber. Dann muss ich das Video nochmal mehr anklicken. Und übrigens, lasst euch gut gehen. Der Ausgangssperre ist hoffentlich bald vorbei. Wie eten das hier nur lecker ab? Aber das Beste ist immer das Hausmarke. Ich wünsche euch alle Bärs, bleibt gesund und bis nächstes Mal. Ja, Albert. Prost!